So, hallo. Genau. Also wir waren da unten in der Höhle drin und ja, der hatte eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, nichts Wichtiges. Dann fahren wir mal hier hinten rum. Ich habe das Motorrad mitgenommen. Oh, ist das interessant. Oh, eine Straße. Oh, wow. Mit Leuten. Komm, hier fahren wir um. Braucht mehr Tempo, oder? Yay, hab's umgefahren. Naja. Wie auch immer. Oh, hallo Blume. Also früher haben die ihre Farbe gewechselt. Meine Güte, was zum Stolperstein habe ich mir nur gedacht. Ich habe da noch eine kleine Sache vergessen. Wenn du in der Pizzeria beim Ausliefern der schmackhaftesten Schlemmereien der Lego-Insel aushelfen willst, klickst du einfach die Pizzeria an. Dann zeigt dir jemand, was du tun musst. Wenn du das allerdings ja nicht tun willst, kannst du einfach reingehen und hallo sagen. Ja, ja. Das ist immer wieder... Vielen Dank. Interessant. Klavier. Lass mich spielen. Ich will spielen. Ich bin Mama Bricolini, ich muss das können. Ich kann spielen. Lass mich spielen. Daneben nicht. Also. Also früher wollte ich auch mal so eine Pizza haben, die hier machen. Und jetzt zum Mehle das Dotter. Ado, ado, re, mi, ha. Es ist Zeit, das Tanzebeine zu schwingen. Ja. Jedenfalls für ja, mich. Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir gleich mal den ersten Job. Das macht 10 Pizzas mal 8 Stücke Pizza. Das macht jeweils 80 Stücke. Mit durchschnittlich 4,5 Stücken Pepperoni macht das 360 Stücke Pepperoni-Pizza. Das ist erstaunlicherweise genau die Gradzahl eines Kreises. Und Pizzas sind kreisförmig. Scheiß Streber. Wo ist Mama? Mama, bin ich froh, hier, dass du wieder da bist. Wir haben so viele Bestellungen. Ja, dann... Bricolinis. Wo sonst bekommt man gutes Essen? Du willst also meine spezielle Nummer 6 nicht? Nein, die Nummer 5. 4, 3, 2, Nummer 1. Das war's. Deine Nummer 1 ist schon fertig. Eine 1 für meinen Kunden Nummer 1. Das ist mein Stichwort. Genau. Nein, ich brauch dich noch für diese. Jetzt bist du an der Reihe, Mama. Bring du bitte eine Spezial Nummer 1 zu Nick aufs Revier. Okay. Das mag ich so an dir, Mama. Du hilfst einem immer gern aus der Klemme. Natürlich mach ich das. Kommst du mit dem Skateboard dahin, Mama? Okay. Draußen. Danke. Ich weiß ja, dass du noch nie geskatet bist, Mama. Mach dich also auf was ganz Neues gefasst. Sei einfach du selbst. So wie beim Klavierspielen. Dann klappt schon. Und warum kann ich nicht das Motorrad benutzen? Achso, und dann hat man hier immer solche so komische Hindernisse. Au! Komm ich hier durch? Nee, doch. Verpisst euch! Hallo? Ja, wir haben es geschafft. Ich wusste gar nicht, was du alles drauf hast. Aua, die Pizza ist so heiß, dass mir das Plastik über den Mund zergeht. Und genau so mag ich es. Naja, also ihr seht, das Spiel ist jetzt nicht zu anspruchsvoll. Gerade richtig für mich. Hier steht noch das Fahrrad. Dann fahren wir mal zum Fahrrad. Oder. Hat's gerade. Egal. Wir können uns hier was bauen. Gehen wir mal rein. Donuts. Das ist überhaupt nicht klischeehaft. Donuts. Donuts! Ah, Radio. Wo ich auch bin, wie weit ich auch fahr, Lego Radio ist doch klar. Ja. Und hier ist Rodeo Radio. Genau. Ja. Gucken wir mal rum. Aha, aha, ja, interessant. Hier kann man wieder rausgehen. Und hier sind wir wieder. Dann gehen wir auf die Tür. So, man kann ja nämlich verschiedene Sachen bauen. Hallo, ich heiße Ingo Nö oder auch Ingobert. Ich setze nur schnell die Polizeikappe auf und aufgepasst. Ingo Nö. Bring die Steine ins Rollen. Nur immer locker bleiben, kleiner Scherz. Da spricht die Kappe und nicht ich. Egal, zurück zum Bauen.
Du würdest also gerne einen Hubschrauber bauen. Ja. Falls nicht, musst du dich für das Dreieck entscheiden und dich verabschieden. Wenn ja, hier ein paar Infos. Erstens, mit dem Hebel bewegst du die Regale mit den Bauteilen. Anklicken und rüberziehen. Zweitens, die Farben gibt's hier. Drittens, so kannst du den Hubschrauber zum Rotieren bringen. Viertens, wenn du fertig bist, klickst du das Dreieck an und meldest dich damit zum Einsatz. Okay. Also, mach mal los. Kann zum Beispiel alles schwarz machen oder alles weiß oder rot oder blau oder was. Ich finde... Mama Piccolini, was bekommt die denn? Bekommt einen grünen Hubschrauber. So. So, das hier ist das nächste, oder? Habe ich das richtig gesehen? Machen wir das auch grün. So. So. Ja, so viel dazu. Wie es aussieht, wird er doch ein bisschen bunt. Grün. Hey, cool. Die chillige Musik hier. Wo ist mein... Hier ein paar Infos. Erstens, mit dem Hebel bewegst du die Regale mit dem Bauteil. Ja, danke, jetzt kannst du wieder gehen. Geh weg. Ich seh nix. Nerv nicht, bitte. Ich finde das schon alles, danke. Brrr. So, auch grün. Das klingt immer so ein bisschen... Ja, jetzt, wo ist das Teil hier? Perfekt. Grün ist ja meine Lieblingsfarbe. Ist das das Richtige? Nein, ist es nicht. Das hier ist das Richtige. Ich könnte eigentlich auch auf der Seite zurück machen, aber... Naja, ist egal. Wir können das ja... Was bist du schon wieder? Oh, komm, geh weg. Ich wollte dich doch gar nicht... Mann. Babo. Ich sehe nichts. Ah, hier. Perfekt. So. Nein, bleib hier. So. Auch das hier muss grün werden jetzt. Oh, jetzt geh doch mal weg, du Affe. Da haben wir das letzte Teil. Nein, da. Oh, verdammt, jetzt ist das fertig. Super gemacht. Geh jetzt raus zum Hubschrauberlandeplatz vorne rechts. Gleich beim Gefängnis. Ruhe. Und mach dich zum Abheben bereit. Ach, noch was. Halt Ausschau nach dem Steinbrecher. Ja. Oh Mann. Na, dann bleibt das halt schwarz. Hey, was war das denn? Ach, ich dachte schon, es wäre der Steinbrecher. Du bist nur der Hubschrauberfreak. Gut gemacht. Was wollte ich dir gleich nochmal sagen? Kein Hubschrauberfreak. Der Hubschrauberlandeplatz, er ist da drüben. Okay. Neben dem Gefängnis. C4. So. Cool. Dann gehen wir mal hier. Ich glaube, man muss hier irgendwie vorbei, oder? Weiß nicht mehr, wo der Hubschrauberlandeplatz ist. Verdammt. Ach, ich glaube da drüben, oder? Ah, da, beim Gefängnis, okay. Dann fahren wir mal Skateboard. Hui. Wir können ja alle unsere Sachen auf der Straße stehen lassen. Es stört niemanden, das ist voll cool. Nein, nicht schon wieder du. Lass mich in Ruhe, Ich muss jetzt hier wegfliegen. Nach oben! Yay! Müssen wir irgendwas machen, Lena? Brumm. Der Partybus geht oben. Yeah, wie cool. Und wenn wir jetzt wieder landen, kommen wir wieder dahin. Cool. So, aussteigen bitte. Das hat jetzt uns nämlich insofern was gebracht, dass es uns gar nichts gebracht hat. Aber es war cool. So, fahren wir mal wieder weg. Weiß gar nicht mehr, muss man sich wieder abmelden, dass man das geschafft hat?
beste Pizza auf der ganzen Insel. Selbst wenn es nicht die einzige Pizzeria weit und breit wäre. Ich habe gerade 10 Monster-Knoblauch-Pizzas gegessen und mir dazu die Songs in der Jukebox reingezogen. Oh, geil. Ich liebe diese Jukebox und natürlich diese Mega-Paprika-Sardellen-Pizza. Ja, ich auch. Ich habe mir am besten noch ein paar Songs an und esse noch 10 von diesen Dingern. Houston, wir haben wahrscheinlich ein Problem. Geil. Oh, kaputt. Jetzt ist er geplatzt. Ich werde jetzt die perfekte Pizza kreieren. Okay, tu das. Die lächelt noch bezaubernder als die Mona Lisa. Mit großen Heels-Augen. Ah, man kann sich hier auch noch ein cooles Auto basteln. Mit dem man dann rumfahren kann. Und zwar hier. Ich frage mich, ob ein rotes Auto... Ja, ich frage mich das auch. Mama, hey, Mama! Danke, dass du gestern das Essen vorbeigebracht hast. Ich wäre schon eher gekommen, aber ich war öliger als einer deiner Salate. Genau. So. Oh, hallo. Hey, da bist du ja wieder. Ich hab dich gar nicht kommen sehen. Was hab ich nur für ein schlechtes Benehmen? Ich bin Ingo Nö. Ich setz erstmal meine offizielle Kappe auf und dann kann's losgehen. Wow, mit dem Bauen deines Autos. Wenn du keine Lust hast, klickst du das drauf. Es funktioniert genauso wie bei dem anderen. Immer gerne ein bisschen Starthilfe. Ja, immer ein bisschen Starthilfe, das ist schön. Wie viele hier labern manchmal, teilweise ist es echt, naja. So, welches ist das? Das müsste das sein. Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Farben da nehmen soll für die anderen Personen. Die können ja auch alle solche Fahrzeuge basteln. Und die kann man dann auch alle wieder färben. Wenn ich da irgendwelche coolen Farben nehmen soll, müsst ihr das mal treiben. So, jetzt haben wir unser super cooles Auto. Wow, das ist ein echt toller Wagen. Ja, ich weiß. Oh, ich kann dich nicht hören. Ich kann dich nicht hören. Was? Geht immer lauter. So, gehen wir wieder raus. Das ist unser Auto. Na, wenn das keine Schönheit ist, klick das Auto einfach an, wenn du dich hinter das Steuer klemmen willst. Okay. Mama. Wir haben übrigens ein Krankenhaus. Ich hab letzte Woche den Kopf verloren. Echt, hast du das? Gedächtnis gelitten. Was? So ein bisschen schlechter Witz, Alter. So. Das war gerade Vollgas. Tempo. Cool, gibt's hier ein Radio? Kann man das Radio anmachen? Nee, ist egal. So, wir gehen jetzt hier nämlich mal raus. Schön. Können wir auch rechts klicken? Nee, machen wir nicht. So, und dann sind wir nämlich schon an der Rennstrecke. Hallo. Wie schnell seid ihr so? 200. 160. 80. 500. Oh, ich hab gewonnen. 80 sind erlaubt. Lass mich in Ruhe. Das soll gut sein. Verunreinigung. Weil ich gewinne. Hallo. Ui. Dreh dich. Egal. Und damit sage ich schon mal für die nächste, schon mal tschüss wieder. Bis in die nächste Folge. Tschüss.